jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen als kleiner Nachtrag. Ich habe jetzt erklärt, das wird ja immer irgendwie durch die Hälfte geteilt, log n 2. Aber was hat dieses n jetzt damit zu tun? Ich habe nicht erklärt, wieso hier irgendwie jedes Element durchgegangen ist. Das nur so ein bisschen jetzt noch mal am Rande. Achtung, wir schalten mal um auf was Freies. Sagen wir, das hier ist eine, also so stellt man sich das vor, das hier ist irgendeine Liste. Eine unsortierte. Wir können ja jetzt mal beliebige Zahlen reinschreiben. So, ich mache auch mal A, nicht alles, es ist so viel. So, was passiert jetzt? Wir müssen, und dafür steht das N wieder, wir stellen uns jetzt vor, wir wollen die in die richtige Reihenfolge bringen. Wir müssen die jetzt in die richtige Reihenfolge bringen und dazu müssen wir natürlich erstmal dieses Element verarbeiten, dann dieses hier, dann dieses, dann dieses, dann dieses, dann dieses, dann dieses. Also jedes Element einzeln verarbeiten. Das ist, wie gesagt, das N hier. Jedes Element einzeln verarbeiten. Und wir haben ja dann eigentlich, wenn man sich das jetzt so vorstellt, haben wir ja hier unten wieder eine Liste und da kommen die dann sortiert rein. Also die 1 kommt dann da rein und dann kommt die 4 da rein. So, und dann kommt die 2 nämlich da rein und dann kommt die 4 vielleicht neben die 4 und die 6 kommt da rein. So. Und dieser Schritt, nachdem wir, also wir gucken uns jedes an und wir tun das dann in die zweite Liste reinfügen, das ist dieser log n Schritt an dieser Stelle. Und an der Stelle, nämlich nicht auf der Liste hier oben eigentlich, das war jetzt vielleicht an dem Bild ein bisschen verwirrend, weil ich die Liste oben genommen habe. Aber dieses log n bezieht sich eigentlich dann hier auf das Einfügen in die neue Liste in der richtigen Reihenfolge. Und um euch jetzt ganz zu verwirren, ich mache das jetzt nochmal weg hier. Wir stellen uns jetzt vor, dass das, was wir da oben haben, schon die richtige Reihenfolge ist. So, jetzt nochmal ein bisschen aufpassen. Und zwar, dieses n hier ist nicht unbedingt dieses n hier. Das muss man sich auch nochmal klar machen, an manchen Stellen dann. Was wofür eigentlich steht. Also es wird immer n log n geschrieben, aber je nachdem, welchen, also worüber wir reden, ändert sich dann dieses n. Das heißt, das könnte, wir können ja hier mal sicherheitshalber ein m draus machen. So, am besten mit Schwarz. So, ein bisschen verkackt. Oder wir können es auch so in die Mitte machen hier. So, warum erzähle ich das? Weil nehmen wir an, wir haben hier schon unsere Liste und wir sehen, die ist sortiert. Und jetzt wollen wir da ein Element rein. Nein, 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 nein. Wir wollen da zwei Elemente reintun. Das eine hat eine 2, das andere hat eine 3. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was müssen wir dafür machen? Genau das, was ich eben erklärt habe schon. Wir nehmen uns die 2, wir gucken uns diese 2 an und sagen, okay, wir wollen die jetzt hier in diese geordnete Liste einfügen. Wo muss die denn jetzt rein? Okay, die ist geordnet. Also teilen wir das ein paar Mal durch 2 und kommen dann irgendwann, okay, das war jetzt nicht so gut geteilt hier. So, und dann hier. Und kommen dann irgendwann auf unsere 3. Und zwar genau im vierten Schritt. Das ist wieder dieses, weil wir haben hier ja 16 Elemente. Also hier könnte quasi eine 16 drin stehen. Und dann wären das hier 4. Und genau dasselbe machen wir mit der. Oh, jetzt habe ich hier die 3 gesagt. Ach, verdammt. Ich wollte auch bei der 2 enden. Na, egal. Aber ich hoffe, es ist klar geworden, was ich suche. Also, wir brauchen 4 Schritte, um zu wissen, wo gehört denn die 2 hin. Und wir brauchen auch 4 Schritte, um zu wissen, maximal hier an der Stelle, um zu wissen, wo gehört denn die 3 hin. Und hier wird klar, dass dieses n, was hier vorne stand, beziehungsweise unser m jetzt, ein anderes ist als das hier, weil das hier, das ist ja das, was auf der Liste quasi gemacht wird. Also der Teil bezieht sich hier drauf. Und dieser Teil hier bezieht sich auf das, was wir da reinfügen wollen. In unserem Fall würde nämlich hier nicht 16 log 2 16 stehen, ist ja Schwachsinn, weil wir haben ja nur zwei Elemente. Also steht da 2 log 16. Das muss klar sein. Und was natürlich auch klar ist, dann natürlich, wenn wir jetzt die Liste hier verkleinern, diese hier, sagen wir, wir haben gar keine 16 Elemente, sondern wir haben nur 8 oder 7 oder was weiß ich, 3, dann verändert sich natürlich dieser Teil hier oben. Das muss auch klar sein. Also ist ja wahrscheinlich auch, weil das gehört ja dazu. Und je weniger wir Elemente einfügen, desto kleiner wird auch dieser Teil hier oben, den ich gerade weggemacht habe. Blöd. So, und deswegen muss man, also. Ich sag's immer wieder einfach, und dieses Video ist wahrscheinlich 20 Minuten lang, und ich sag's halt 20 Minuten lang. Dieser erste Teil hier ist die Anzahl der Elemente, die wir durchlaufen müssen, die wir verarbeiten wollen sozusagen. Und dieser zweite Teil hier ist die Anzahl der Elemente, die wir, oder die Anzahl der Schritte, die wir pro Element machen wollen, weil wir haben zwei Elemente, die wir durchlaufen, und für jeden dieser Elemente brauchen wir x Schritte, nämlich log n 2, log 2n. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück, hier an die Stelle. Da hatten wir das so ähnlich. Blau ist dasselbe. So. Wir wollten ja auch jedes mit jedem vergleichen hier. Das heißt, wir haben auch wieder, wir müssen jedes Element hier einmal durchgehen. Und für jedes Element müssen wir alle anderen Elemente einmal durchgehen.
Genau dasselbe. Hier müssen wir halt nicht, oh boah, hier müssen wir halt nicht alle Elemente einzeln durchgehen, sondern wir haben schon eine Reihenfolge, das heißt, wir wissen, okay, wir können die da alle weglassen, wir können die da, also wir können immer so grobe Teile weglassen.